Jetzt. Jo, Freunde. Wieder etwas Neues von mir, aus meiner Sammlung. Habe ich gedacht, es euch interessiert. Mal eine richtige Waffe. So, schon mal gesehen. Kann man frei kaufen, solange man 18 Jahre alt ist. Ich würde es noch machen, wahrscheinlich wird es eh bald verboten. Jo, aber die Waffe ist ein bisschen modifiziert. Ich zeige es am besten mal vor. Funktionsweise eigentlich ganz einfach. Ne? Wenn man den Hahn spannt, klappt hier unten der Hahn raus. Ne? Kann man abdrücken. Leer. Gut. Was ist hier dran modifiziert? Hier oben dieser Aufsatz ist nicht original. Ich zeige dazu gleich mal was. Ne? Kann man abschrauben. Kommt so ein kleines Zündhütchen rein, auch ganz legal, ab 18 wohlgemerkt. So, dann wird das wieder draufgeschraubt. Jetzt mache ich aber mal was, was man eigentlich nicht macht. Ich habe schon eine kleine Kugel im Lauf. So, ich zeige jetzt bloß mal, wie es knallt. Oh, sieht man es überhaupt? Dann guckt erst mal rein. Sieht man es so? Ich halte mal. Das war schön laut, ne? So, jetzt haben wir das mal vorgeführt. Ist es überhaupt drauf? Also, dass es so laut ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Warum ist hier eine Kugel im Lauf? Also, mit diesem System, was übrigens frei verkaufbar ist, legal ist, schießt man mit kleinen Kunststoffkugeln. Die habe ich jetzt schon im Lauf gehabt. Das ist die letzte, die fummel ich die jetzt nicht nochmal raus. Oder kann ich es mal rausfummeln? Ich zeige es euch mal. Hätte ich auch den Lauf aufschrauben können. Ich habe halt auch den Ladestock von einer anderen. Die zeige ich übrigens beim nächsten Mal. Ich entlade sie jetzt mal. So. Das sind diese Kunststoffkugeln, die es dafür zu kaufen gibt. Naja. Den Lauf kann man ganz einfach hier wieder aufschrauben. Dafür gibt es eigentlich ein Werkzeug. Bloß ich habe da nicht ganz so fest zugedreht. Wie gesagt, ich schieße ja ohne Pulver. Handfest reicht. Funktionsweise ist eigentlich ganz einfach. Hier, das ist ein sogenanntes Schusspflaster. Baumwolle. Kann man selber herstellen. Aus einem alten Baumwollhemd. Oder aber gibt es fertig zu kaufen. Das wird hier oben drauf gelegt. Das ist jetzt nur so geformt und verknüllt. Weil es halt schon eine Weile alt ist. Normalerweise sind die glatt. Ne? Plumps, Kugel drauf. Reingedrückt. Zack. Bis hinten reingeschoben. Das ist so ungefähr die Funktionsweise. Und dieses kleine Zündhütchen reicht übrigens aus, das Ding relativ zielgenau zu schießen. Es ist ein Vorderlader. Ohne Kim und Korn. Das war früher ein Teil zur Selbstverteidigung. 1800 irgendwann. Kann man ja mal abschrauben. Zack. Verbrauchte Zündhütchen. Zündung für Schrotpatronen. Ist eigentlich ganz legal zu kaufen. So, ab 18 natürlich. Vorher könnt ihr euch den Spaß nicht gönnen. Ist es nicht ganz billig. Ich würde sagen, ich schätze jetzt mal, das Teilchen kostet heutzutage bestimmt so um die 180, 190 Euro. So in der Größenlage müsst ihr schon planen. Dafür ist das Feeling aber wie eine echte Waffe. Es ist eine richtige Waffe. Alles Stahl, Holz, kein Kunststoff, irgendein Dreck. Und wie soll ich so sagen dazu, wenn er damit auf eine Regentonne schießt, habt ihr eine kleine Beule drin. Also mehr könnt ihr von so einer Plastemurmel und ohne Pulver nicht erwarten. Naja, wem sowas interessiert, bitte in die Kommentare rein. Ich habe noch mehr interessante Sachen, auch etwas größer. Tschüss, Freunde.